Meine sehr geehrten Damen und Herren, einige von Ihnen sind offensichtlich etwas verwundert, mich hier so ad hoc und posthum heute Abend zu sehen. Aber ich muss schon einmal konstatieren, es ist heute Abend noch viel zu wenig über die CSU geredet worden. Viel zu wenig. Wenn man ein Programm schon unter das Motto stellt, ehrlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, da muss man ja bitte schön so ehrlich sein und zugeben, dass das bayerische Kabarett seine herausragende Stellung in erster Linie der CSU verdankt. Und zwar meiner CSU, meine Damen und Herren. Meiner CSU. Einer Partei, die Bayern noch als ihren Privatbesitz betrachtet hat. Und das nicht, weil die Berge so schön sind und der Himmel so blau und die Wälder so grün und die Seen so klar. Diese weiß-blauer Klischeefabrikation entstammenden Bilder, deren sich meine sogenannten Nachfolger heute bedienen, haben doch uns seinerzeit einen Dreck interessiert. Nein, meine Damen und Herren, weil wir noch mitgespielt haben in der Weltpolitik. Das ist der Unterschied. Nehmen wir es nur mal mich. Ich war bei Mao, bei Brezhnev, bei Regen, bei Sonnenschein. Ich habe eigenhändig einen Milliardenkredit eingefädelt, meine Damen und Herren. Einen Milliardenkredit. Ich war der Einzige, der in Damaskus genauso gern gesehen war wie in Tel Aviv. Nicht wahr? Gut, weil es alle gewusst haben, ja, wenn der Strauß kommt, dann bringt er uns was zum Schießen mit. Das gebe ich zu. Aber es war eben der Strauß, der was zum Schießen mitgebracht hat. Der Strauß und nicht der Kraus und nicht der Maffei, nicht der Messerschmidt, nicht der Bölko, nicht der Blom. Ich war der Boss. Nicht wahr? Deswegen waren auch in meiner CSU gesponserte Geburtstagsfeiern oder angestellte Verwandte oder gefälschte Doktortitel kein Skandal, meine Damen und Herren. Das war der Wesenskern meiner Partei. Bei uns hat doch keiner an einen Rebhinscher gedacht, wenn man gesagt hat, Hund sind's schon. Nicht wahr? Muss man allerdings dazu sagen, dass wir eben auch noch mit Panzern gehandelt haben und nicht mit Modellautos, wenn ich das hier einmal anmerken darf. Das kommt eben auch daher, dass es in meiner CSU noch harter Lumpen gegeben hat, wo es heute nur noch zu harter Tauern reicht. Man hat sich da diese Hadertauer, diese fehlgeleitete Ingolstädter Donauschnepfe da, nicht wahr? Vor ihrem Rücktritt auch noch frech hingestellt und gesagt, ich wäre nicht ihr Vorbild. Na, da hat sie recht. Für 50.000 Euro hätte ich es bescheißen überhaupt nicht erst angefangen, meine Sache. Das ist natürlich eine Situation, und das gebe ich zu, die man sich so heute im poststäuberschen Event- und Schnöselfreistaat nicht mehr vorstellen kann. Und warum, meine Damen und Herren? Weil dieser sprechende Aktendeckel Stoiber meine weltpolitische Basis Bayern zu einem reinen Wirtschaftsstandort degeneriert hat, wo die Politik BMW und Audi hinterherkriechen muss, deren größter Erfolg darin besteht, dass sie Verbrecherkutschen für die ganze Welt zusammenschrauben und der Ministerpräsident froh sein kann, wenn er beim Reithofer oder Stadler zweimal im Jahr einen Termin zum Dankeschön sagen kriegt. So weit haben sie es gebracht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Prost, Herr. Prost. Da schau her. Du ein Kaschwali. Da schau her. Aber er ist seit 30 Jahren nicht mehr getrunken. Sehr gut. Kleiner Anschluck. Wenn wir schon mal bei der Schorle sind, dann bleiben wir gleich einmal beim Stoiber, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, das wäre uns doch als schlimmstes Worst-Case-Szenario Bayerns nicht eingefallen, dass ausgerechnet dieser Wolfratshausener Kamillentee-Sieder Ministerpräsident wird. Ministerpräsident wird und dann auch noch 14 Jahre lang bleibt, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Der hat doch von G8 bis Hypoalpe Adria eine Erfolgsbilanz wie ein politischer Gartenzwerg nach dem ersten Wintereinbruch, dieser Stolper. Ja, war dieser Uli Hoeneß Enddarmbewohner. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, ich muss sagen, ich habe mich am Schluss ja sowieso gewundert, dass im Arsch von diesem Hoeneß überhaupt noch Platz war, wer da alles hineingekrochen ist. Aber bei ihm. Bei einem Helmut Marquardt erwarte ich ja schon gar nichts anderes. Aber Seehofer, Oberbürgermeister Reiter in München, alle hinein damit. Aber in den Arsch von diesem Steuerhinterzieher Azubi. Ich hätte den Hoeneß bei mir nicht einmal als Praktikanten eingestellt, diesen Schmalspur Berlusconi und Westentaschen Mafioso, nicht wahr? Bismarck hat einmal gesagt, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Bismarck, ich vermag Ihre Bildung noch nicht abschließend einzuschätzen, nicht wahr? Bismarck, und ich hoffe, Sie kennen ihn nicht nur vom Hering. Hat einmal gesagt, ein berühmtes Zitat: Die erste Generation baut auf, die zweite reist ein, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt komplett. Ich muss mir sagen, ich wundere mich, woher schon der Bismarck die CSU gekannt hat. Strauß, Stoiber, Seehofer, Scheuer. Auch sein Fall, dieser Scheuer, dieser Generalsekretär der Partei. Da war dieser Prager Halbdoktor. Ja, sag mal, wo haben Sie ein bisschen den ausgegraben, du? Das ist ja schon keine Phrasendreschmaschine mehr, das ist ja ein Worthülsenvollernter. Das ist ja, jetzt, da muss ja irgendwo muss ja der einen Zwillingsbruder sitzen haben, weil so deppert kann einer allein überhaupt nicht sein. Wie hat er kürzlich zur Flüchtlingsproblematik in Europa gesagt, Lampedusa darf kein Vorort von Kiefersfelden werden. Ja, sag einmal, wie deppert kann man denn daherreden? Es ist doch, muss ich sagen, vermutlich der, für den auf der Tiefkühlpizza draufsteht, bitte Folie entfernen, nicht wahr? Dieser Scheuer. Meine Damen. Natürlich. Natürlich hat der Seehofer auch nicht Kunstgeschichte studiert. Selbstverständlich nicht. Weil sonst hätte er ja dem Papst letzten Sommer auch nicht ein derartig abgeschmacktes Geschenk in den Vatikan mitgebracht, wie einen Fresskorb vom Münchner Feinkosthändler Dallmayr. Im Namen des Freistaats Bayern als offizielles Geschenk. So weit haben wir es gebracht. Und dann fragt der Papst noch, was drin ist. Dann überlegt er kurz, dann sagt er, ja, sagt er, bayerische Spezialitäten. Na wahr? Dosenweißwürste, Honig und Kaffee, wörtlich. Dosenweißwürste, Honig und Kaffee. Entschuldigen Sie mal, sowas hat man zu meiner Zeit nicht dem Papst mitgebracht, sowas hat man zu meiner Zeit in die DDR geschickt. Das ist ja... Eine derartige Erbärmlichkeit in unser aller Namen, die nur noch von dem zweiten Geschenk getoppt wird, das er dem Papst der Armen mitgebracht hat. Ein karitatives Geschenk, ein Scheck, ein Scheck für syrische Flüchtlinge im Libanon. Namen des Freistaats Bayern in Höhe von sage und schreibe, halten Sie sich fest, 5.000 Euro. In unser aller Namen, eine seltene Geschmacklosigkeit. Das macht bei geschätzten 2 Millionen Flüchtlingen 0,25 Cent pro Flüchtling. Da wenn 40.000 Flüchtlinge zusammenlegen, haben es 10 Euro. Dann können sie sich auf dem Münchner Oktoberfest schon fast ein Maß Bier kaufen dafür. Sie lachen, aber das zeigt das erbärmliche Format derer, die sich als unsere Regierenden bezeichnen. Pestalozzi hat dazu mal gesagt, den werden Sie vielleicht nicht kennen. Pestalozzi, kein Kommunist, katholischer Sozialreformer, hat zu solchem Verhalten den schönen Satz geprägt, zumindest wird er ihm zugeschrieben: Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch der Gnade. Schöner Satz. Wiederholen, dass er auch reingeht in die Hirne. Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch der Gnade. Selten hat ein Satz das Verhalten der bayerischen Staatsregierung in so einem Fall besser beschrieben wie der, meine sehr geehrten Damen und Herren.
der Seehofer hat ja, wie gesagt, auch nicht Kunstgeschichte studiert, sondern Populismus. Oder wie er es immer wieder mal nennt, Koalition mit dem Volk. Nein, schön, wie tief ist denn meine CSU in Bayern mittlerweile gesunken, dass ich schon dem bayerischen Volk als Koalitionspartner andienen muss. Am Ende noch als Juniorpartner. Ja, was ist denn da los? Freie Wähler, höre ich, gibt's in Bayern. Ja, entschuldigung, sowas wäre zu meiner Zeit überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Freie Wähler in Bayern. Wo soll denn da noch eine satte CSU-Mehrheit herkommen, wenn der Wähler in Bayern frei ist, meine sehr geehrten Damen und Herren? Das ist eine weiß-blaue Kontradiktion in verbis. Zu meiner Zeit waren die Leute in Bayern froh, dass sie CSU wählen durften und nicht dem Kohl ihre Stimme haben geben müssen, diesem Pfälzer Polizeimagen. Ich weiß noch, wie das war. Da ist man am Wahlsonntag andächtig ins Wahllokal gepilgert. Na war. Da hat man schon fast von einer christlich-sozialen Wahlfahrt hat sprechen können. In liturgischen Gewändern, Dirndl, Lederhose, kurze Wichs. Na war. Der Wähler wohlgemerkt in Tracht, nicht der Politiker. Und dann hat man ehrfürchtig zwei Kreuzel gemacht. Erststimme Strauß, Zweitstimme Franz Josef. Heute dackeln Politschlümpfe in senfgelben, kanariengrünen und kasperlblauen Jankern dem Volk hinterher und tragen ihm in Bayern eine Koalition an mit billigsten Sprüchen. Das muss ich auch einmal sagen. Mit Sprüchen aus dem Polit-Supersonderangebot von der politischen Resterampe. Also Bayern kann es auch allein zum Beispiel. Das ist von diesem Scharnagel, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Wilfried Scharnagel, den müssen Sie ausnahmsweise jetzt einmal nicht kennen. Also, mein Propagandalautsprecher in allen Lebenslagen und Chefredakteur vom Bayern-Kurier, Wilfried Scharnagel, Sie kennen ihn offensichtlich. Ja, den hätte ich auch einmal verhaften lassen sollen, wie den Ahlers vom Spiegel. Nicht? Und wäre der Bayern-Kurier heute vielleicht eine Zeitung von Weltgeltung, eine derartig abgestandene Vereinspostille, dass man nicht einmal mehr einen Fisch drin einwickeln will, weil man Angst hat, dass er ranzig wird davon. Aber Scharnagel. Was ist denn aus dem geworden? Hat er ein Buch geschrieben? Bayern kann es auch allein. Also was heißt der Buch? Büchlein. Nicht wahr? Ein Heftel. Nicht? Eine Broschüre. Bayern kann es auch allein. Wie das konkret gehen soll, die Lossagung Bayerns von Deutschland, das sagt er natürlich nicht in seinem Faltblatt. Der Scharnagel. Da ist kein Hinweis drin, so wie in Schottland oder wie oder was. Oder mit einer weiß-blauen Befreiungsarmee. Und im Gauweiler als bayerischem Che Guevara oder wie oder was? Bayern kann es auch allein, das ist doch alles nur Separatistenfolklore. Das war schon immer so in Bayern. Ins Deutsche Reich eintreten, aber eine eigene Eisenbahn haben wollen. Das Grundgesetz ablehnen, aber der Bundesrepublik beitreten. Das ist Bayern. Maulhelden sind wir. Ich weiß ja, wovon ich rede, war selber immer der Größte. Ich hab's ja nicht einmal geschafft, meine Damen und Herren, ich hab's ja nicht einmal geschafft, die CSU bundesweit auszudienen. Ich habe gegen Schmidt verloren, gegen Augstein, gegen Kohl. Warum bin denn ich überhaupt bayerischer Ministerpräsident geworden? Weil ich überall sonst gescheitert bin, meine Damen und Herren. Das ist die politisch-historische Wahrheit. Und lassen Sie sich doch da von dieser Gefühlsduselei nicht einnebeln, das schönste Amt der Welt. Für mich war das schlimmste, erbärmlichste politische Abstellgleis meines Lebens, bayerischer Ministerpräsident. Aber ich bin das beste Beispiel dafür, dass das bayerische Selbstbewusstsein im Grunde nichts anderes ist als ein verkappter Minderwertigkeitskomplex. Mir sind mir, das ist das Pfeifen im Walde, damit man es fürchten nicht merkt, meine Damen und Herren. Wer sind wir denn? Wer sind wir denn? Wer waren wir denn? Schauen Sie mal in die Geschichte. Nehmen wir es mal ins 19. Jahrhundert, die Geschichte Bayerns, nicht wahr? Mit den Franzosen gegen die Österreicher, mit den Österreicher gegen die Preußen, mit den Preußen gegen die Franzosen. Was ist denn daran eigenständig? Im Arsch des Stärkeren von Sieg zu Sieg marschieren, das darf viel besser zu uns passen. Deswegen lachen wir auch so gerne und so laut über die Österreicher. Sind die blöd. Weil wir neidisch sind, weil sie im Grunde genau das sind, was wir gerne wären, eigenständig. Ne, der Unterschied ist nur, die kommen aus der Donaumonarchie und wir kommen aus den Isar-Sümpfen. Die kommen von oben, wir kommen von unten. Ja, schön, mich anschauen. Was war ich denn? Ich komme aus einfachsten Verhältnissen, aus geringsten Verhältnissen.
Aber weiß Gott, vieles vom Munde abgespart, meine Damen und Herren. Vieles vom Munde abgespart. Wenn auch nicht von meinem eigenen. Nicht wahr? Reden wir doch mal offen, oder? Was war denn Bayern nach dem Krieg? Was war's denn? Was war's denn? Ein Agrarstaat, ein Drecker da, oder? Warum glaubst du denn, dass wir so gern asphaltieren? Jeden Feldweg, jede Hofeinfahrt, jeden Parkplatz. Damit wir nie mehr barfuß im Dreck stehen müssen. Ich hab kein Problem damit, auf dem Metro-Parkplatz einen Maibaum aufzustellen. Hauptsache, sie ist schön sauber. Uns graust vor unserer eigenen dreckigen Vergangenheit mit Misthaufen, Plumpsklo und Versitzgrube. Von der wollen wir nichts mehr wissen. Das verbindet uns mit allen anderen Emporkömmlingen dieser Welt. Deswegen haben wir auch Traditionen. Weil man die viel besser pflegen kann wie die Vergangenheit, die Traditionen. Trachtler statt Krattler, das ist unsere Devise. Das ist sauber korrekt, da weiß man, wo hinten, wo vorne ist, wo oben, wo unten. Entschuldigung, es wäre uns zu meiner Zeit nicht im Traum eingefallen, dass wir ausgerechnet aufs Münchner Oktoberfest ein Dirndl oder eine Lederhose anziehen, auf diese verkommene Saufveranstaltung. Da zirkt man eine leichte Trinker, weißt du? Da zirkt man eine leichte Trinkerkleidung an und der Fall hat sich. Dirndl und Lederhose auf der Wiesn, das haben wir mir noch saubere Pressen überlassen. Zurück zur Sachlichkeit. Meine Damen und Herren, warum schaut ein UFO aus wie eine fliegende Untertasse? Weil sich die Menschen ein UFO so vorstellen. Deswegen schaut auch Bayern so aus, wie es ausschaut. Mit weiß-blauem Himmel, Maßbier, Brezen, Weißwürst, weil sich die Leute Bayern so vorstellen. Ich sieh's doch, wenn sie rumrennen. Da mit den Anstecker am Revier. Sieh's ja? Ich auf einem Anstecker mit dem König Ludwig. Sag mal, was habt ihr nicht mit diesem Wittelsbacher Warmduscher zu tun, bitteschön? Was? Der Bayern drei halbfertige Schlösser hinterlassen hat und einen rollatortauglichen Wanderweg am Rande der Alpen. Das ist lächerlich. Das ist so. Das ist so, meine Damen und Herren. Dieses Bayern von heute ist nur noch eine Behauptung. Er war ein politisches Ungeheuer von Loch Ness, das wenn man da auftauchen lässt, wo man es gerade brauchen kann. Da brauchen wir nur mal das bayerische Fernsehen anschauen, weil es heute schon da ist. Na, das ist ein Fernsehsender, der mir zu meinen Lebzeiten persönlich gehört hat. Ja, aber wenn ich da heute auftrete, was sehe ich denn da für ein Bayern? Was zeigen wir denn die? Da habe ich doch den Eindruck, das ganze Land ist ein riesiges Freilichtmuseum unter dem Motto, daheim ist daheim. Oder? Was sehe ich denn da für ein Bayern? Unverständliche Dialekte, ausgestorbene Berufe und mittendrin ein Promi-Koch, der Weißwürste paniert. Damen und Herren. Das klingt vielleicht wie eine gute Pointe, aber es ist im Grunde eine traurige Bilanz. Das haben wir aus uns gemacht. Und deswegen schließe ich dieses kurze Referat heute Abend auch mit den Worten: Ich bin der Franz Josef und da war ich daheim. Servus!